Willkommen zurück hier bei InGames, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Wir spielen immer noch Metal Gear Solid und sind hier beim Aufzug 2, wo wir jetzt weiter runterfahren zum Hangar, wo Metal Gear aufgehoben ist. Ganz ehrlich, ich frage mich echt, wie die den da rauskriegen wollen. Also, wir haben ja eine Rückblende schon mal gesehen beim DARPA-Chef und auch nochmal woanders. Bei Armstead, glaube ich. Und der ist auf jeden Fall groß. Oh, ihr seht schon. Hier sind ganz schön viele Raben. Oder Krähen. Ich weiß nicht, ich kann die nicht so unterscheiden. Ihr wisst auf jeden Fall, was das eigentlich heißt. Nämlich, wir hatten ja schon mal die Begegnung mit Vulcan Raven. Mit dem Riesen und Schamane, der im Panzer sich versteckt hatte. Oh, ein Codec-Anruf. Snake, ich muss Ihnen etwas über Naomi Hunter sagen. Was ist mit dir? Hört uns niemand zu? Keine Sorge, der Monitor ist aus. Okay. Was ist los? Ich war auch beim FBI, wissen Sie? Das wusste ich nicht. Worum geht's? Dr. Hunters Geschichte über ihren Hintergrund. Dass ihr Großvater ein Assistent Hoovers beim FBI war. Ja? Und dann undercover gegen die Mafia in New York ermittelte? Ja. Was ist damit? Alles erfunden. Was sagen Sie? Es hat mich wirklich beschäftigt. Warum würde sie lügen? Sie lügt? Sie könnte eine Spionin sein. Lächerlich. Hören Sie, ein Grundschüler könnte das als Lüge erkennen. Edgar Hoover. Der damalige Leiter des FBI war ein erwiesener Rassist. Sagte Naomi nicht, ihr Großvater wäre Japaner gewesen? Ja. Damals gab es keinen einzigen asiatischen Ermittler. In den 50ern hatten die Undercover-Mafia-Operationen noch nicht einmal begonnen. Die begannen 1960 in Chicago, nicht New York. Aber... Denken Sie mal nach. Die mysteriösen Tode des Chefs und des Präsidenten, dieser Ninja. Zu viele seltsame Dinge, die da passieren. Sie glauben, Naomi könnte dahinter stecken? Ich weiß nicht. Entweder das oder sie arbeitet für die Terroristen. Ist das möglich? Sobald ich etwas weiß, melde ich mich. Seien Sie vorsichtig. Jetzt hat Master endlich mal eine richtig aktive Rolle. Aber gut, wir kommen schon unten an. Und es sieht verdammt kalt aus. Und die Krähen oder Raben, was auch immer das jetzt sind, lassen uns nicht in Ruhe. Ich dachte schon, ich höre Schritte, aber das sind die Flügelschläge der Krähen. Ist hier irgendwas zwischen den Spalten? Nö. Auf der anderen Seite. Irgendwas? Nö. Dann können wir hier einfach durchgehen. Ach, hier brauchen wir wieder die Schlüsselkarte. Auch nicht schlecht. Und gehen hier mal so durch. Willkommen, Kassan. Ich bin deine Endstation. Ist das nicht so, meine Freunde? Die stimmen ja. Raben sind keine Aasgeier, wie viele Leute denken. Sie führen lediglich der Natur das zurück, was nicht mehr gebraucht werden kann. Manchmal greifen sie sogar verwundete Füchse an. Warst du im M1-Panzer? Musst du jemanden deiner Größe ganz schön eng sein? Das war doch kein Kampf. Die Raben und ich wollten testen, was für ein Mann du bist. Das Urteil ist gefällt. Die Raben sagen, du bist ein echter Krieger. Eine Illusion. Ich bin gelähmt. Der Rabe hat dich dem Tode geweiht. Blut aus dem Osten fließt in deinen Adern. Ah, deine Vorfahren wuchsen in den kargen Ebenen der Mongolei auf. Alaskische Indianer und Japaner sind Cousins. Wir teilen viele Vorfahren, du und ich. Ich habe keine Krähen im Stammbaum.
Du scherzest, doch in der Tat sind Raben und Schlangen nicht die besten Freunde. Doch du wirst ein würdiger Gegner sein. Du lebst auch in Alaska. Hast du von der Eskimo-Indianer-Olympiade gehört? Ja, kenne ich. Du bist wohl ein richtiger Champion im Muktuk-Essen. Ja, da hast du recht. Aber auch in einer anderen Disziplin rage ich hervor. Sie heißt Ohrenziehen. Zwei Gegner ziehen einander in bitterer Kälte an den Ohren. Ein Test der geistigen wie auch der physischen Kräfte eines Mannes. Ich soll dich an den Ohren ziehen. Die Form ist anders, der Geist derselbe. Freue dich, Snake. Unsere wird eine glorreiche Schlacht sein. Das ist nicht glorreich, es ist einfach nur töten. Wir treiben nicht Sport. Wir werden sehen, was hinter deinen Worten steckt. Na super. Wir dürfen also gegen Raven kämpfen und ihr seht direkt, was für einen riesen Sichtpegel der hat. Und vor allen Dingen, was für eine riesen Wumms-Kanone der da hat. Wird für uns definitiv nicht einfach. Ich werde mal mit der Farmers versuchen, ihn anzugreifen. Aber das hat wenig Sinn und er hat Dauerfeuer, also das wird mir nicht helfen. Ich weiß auch gar nicht, warum er mich entdeckt hatte. Das hilft mir irgendwie nicht. Stinger Missile, okay. Vielleicht die Nikita. Da oben lief er lang. Ach, der schießt die Rakete einfach ab. Wie unfair. Ja, damit komme ich wohl nicht sehr weit gegen ihn. Und vor allen Dingen da oben, ihr seht das, auf den Kisten ist irgendwas drauf, aber wie soll ich da dran kommen? Oh, jetzt sehe ich das. Er schießt die ganzen Dinger runter. Dann habe ich auch keine Verteidigungsmöglichkeiten mehr. Okay, wollen wir das ganze Spielchen mal ein bisschen anders drehen? Ich lege hier eine Claymore hin. Der läuft hier sicherlich gleich lang. Vielleicht läuft er hier rein. Ach, das war C4. Keine Claymore. Ich habe mich vertan. Das kann ja auch nichts werden. Claymore ist das hier. Na komm. Wo läufst du lang? Hier definitiv nicht lang. Was haben wir hier? Nochmal Stinger. Also gut, ich werde ihn jetzt bestimmt nicht mit einer Rakete oder so angreifen. Treffer! Naja. Das Spielchen kann man zu zweit spielen. Definitiv. Nochmal getroffen, Kollege. Jetzt komme ich von hinten an. Oh, Gott sei Dank. Oh, hat er erst die Rakete bemerkt und danach mich. Aber der ist auch gar nicht mal so unflexibel. Definitiv nicht. Na toll, der hat mich sofort entdeckt. Dann kommen wir nochmal von hier unten. Da sieht er mich auch sofort. Also viel Schuss habe ich mit der Nikita nicht mehr. Der knallt direkt sofort alles ab. Treffer. Das ging gerade so noch gut. Na, irgendwas hat er wieder abgeschossen. Ah, ich sehe ihn von da kommen.
Schade. Ich hätte den jetzt besser koordinieren müssen. Wow. Ey, ich hab's gesehen, dass er von da kommt. Ach komm. Du machst ihn nicht zu einfach, Snake. Ich muss hier unten eh aufpassen auf die Claymore, die ich gelegt habe. Boah, von wo kommt denn der jetzt? Von hier, okay. Ah, und er ist voll in die Claymore gefallen. Ah, aber schade. Ich dachte, die Nikita könnte ihn dann auch mal noch mal treffen. Scheint aber nicht so der Fall. Ah, er kommt hier außen rum. Definitiv macht das mir nicht mehr einfacher, weil er hier alles die Gänge versperrt. Oh, irgendwas anderes hat er jetzt kaputt gemacht. Wow. Ja, ich denke, ich sehe den da. Geh weg. Nein, da kann er nicht lang gehen. Jetzt hier runter, komm. Nein, er hat mich. Der läuft schneller als... Moment. Das ist eine Verarsche, oder? Das ist eine richtige Verarsche. Ich kann keine Ration essen? Ich muss ohne Ration gegen den auskommen? Ich hab's ja verstanden, aber hallo? Das ist doch eine Verarsche. Jetzt darf ich ganz ohne Ration gegen den kämpfen. Komm, das Intro brauche ich nicht normal sehen. Das brauche ich auch nicht normal sehen. Und jetzt einfach abhauen. Mit Stinger will ich den eigentlich nicht angreifen. So, erst... Na, komm her. Da sind auf jeden Fall eine schöne Claymore für dich. Hier gibt es auch nochmal eine Claymore für dich. Hier gibt es auch nochmal eine Claymore. Jetzt musst du nur noch hier reinlaufen. Ja, du weißt nicht, wo ich bin. Ach komm! Meine Rationen sind jetzt aber komischerweise nicht mehr gefroren. Warum auch immer. Ach, jetzt renne ich meine eigene Claymore rein. Egal. Noch sind die Rationen nicht gefroren. Dann gehe ich hier weg. Komm, renn rein. Da habe ich doch nicht, hab ich da keine Claymore hingelegt? Das ist natürlich blöde. Hier aber. Naja, ich muss hier merken, wo ich die Claymore hinlege. Das ist ein bisschen das Problem. Eine habe ich ihm schon angetan. Na, dann komm doch mal her. Da sind ganze zwei Claymore. Ha, jetzt läuft. Ach nee, jetzt läuft er doch nicht rein. Ich glaube, ich benutze mal meinen Thermal. Google. Um zu sehen, wo ich die nachher hingelegt habe. Die war auf jeden Fall nicht schlecht. Egal, wo ich die hingelegt habe, die war nicht schlecht. Ja, die Ration kann ich aber gleich nicht mehr benutzen, komischerweise. Ah, toll. Er ist in eine Claymore reingelaufen, aber... Ah, da ist wieder einer.
mit den Claymores ist gar nicht so eine schlechte Idee. Die scheint zu funktionieren. Definitiv. Ja, die ist vielleicht ein bisschen ungünstig gewählt, aber sie funktioniert. Und der läuft in fast alle meine rein. Ich bin ja ein Idiot. Ich laufe selber in eine rein. Die Rationen sind Gott sei Dank noch nicht gefroren. Warum die vorhin gefroren sind, wusste ich nicht. Nee, diesmal nicht. Das ist komisch. Hier noch einmal. Wow, geh weg. So, jetzt habe ich mich beiden Seiten abgesichert. Thermalgugel, ich hatte hier doch eine hingelegt. Da oben. Ja, voll reingelaufen, das ist sehr schön. Und er hat nur noch einen Weg, oder? Ja. Und zwar den hier. Das heißt, er muss da langlaufen und geht automatisch in die nächste rein. Oder auch nicht. Ah, ich habe die zu spät gesehen. C4, okay. Claymore rein. Schön reingelaufen. Ich habe keine Claymore mehr. Jetzt weiß ich, warum das nicht funktioniert hat. Aber ist egal, er muss nur noch einmal. Jawohl, so geht das Spiel. Und dafür kann man auch die Claymore super benutzen. Es ist wie der Boss sagte. Ein Dasein auf dieser Welt ist nicht länger erforderlich. Doch mein Körper bleibt nicht an diesem Ort. Mein Geist und Fleisch werden eins mit den Raben. So kehre ich zurück zu Mutter Erde, die mich trug. Snake, ich werde dir zusehen, verstanden? Snake, nimm diese Sicherheitskarte. Sie öffnet jene Tür. Wieso? Du bist eine Schlange, die nicht von der Natur geschaffen wurde. Du und der Boss. Ihr seid aus einer anderen Welt. Eine Welt, die ich nicht kennen möchte. Geh und kämpfe mit ihm. Ich werde von oben zusehen. Zuvor gebe ich dir einen Tipp. Der Mann, der vor deinen Augen starb, er kopierte selbst das Blut seiner Opfer. Er entleerte das Blut des Chefs und benutzte es für sich selbst. Aber er konnte den Engel des Todes nicht täuschen. Der Engel des Todes? Aber weshalb all die Mühe? Weshalb den Chef verkörpern? Das ist das Ende meines Hinweises. Den Rest des Rätsels musst du selber lösen. Snake, in der Natur gibt es kein grenzenloses Gemetzel. Es kommt immer zu einem Ende. Du bist anders. Was willst du damit sagen? Der Weg, den du gehst, hat kein Ende.
Bei jedem Schritt, den du tust, folgen dir die Leichen deiner Feinde. Ihre Seelen verfolgen dich auf ewig. Du findest keinen Frieden. Hör mich, Snake. Mein Geist wird dich beobachten. Neue Energie und wir haben immer noch eine Thermalgugel drauf. Snake, ich bin's. Master? Es geht um Naomi. Schalten Sie den Monitor aus. Was ist mit Naomi? Verdammt! Colonel, ist Naomi hier? Nein, sie ist weg. Eines Nickerchen. Was ist das mit Naomi? Okay, vielleicht sollte der Colonel das auch wissen. Ja, okay, Master. Nun, Dr. Naomi Hunter ist nicht wirklich Dr. Naomi Hunter. Was? Mir kam ihre ganze Familiengeschichte unglaubhaft vor. Na, da habe ich sie überprüft. Und? Es gibt tatsächlich eine Dr. Naomi Hunter. Oder sagen wir, es gab eine. Aber das ist nicht die Frau, die wir kennen. Die echte Naomi Hunter verschwand irgendwo im Nahen Osten. Unsere Naomi muss sich irgendwie ihre Papiere beschafft haben. Aber wer ist sie dann? Ich denke, eine Art Spionin. Spionin? Ja, möglicherweise soll sie diese Operation sabotieren. Sie meinen, sie gehört zu den Terroristen? Das kann ich auch nicht glauben. Aber sie ist ein Mitglied von Foxhound. Glauben Sie, sie nahm am Aufstand teil? Ja, oder sie arbeitet für wieder eine ganz andere Gruppe. Eine andere Gruppe? Noch nicht. Verhaften Sie sie, Colonel. Was? Sie hat uns betrogen, Colonel. Wir müssen sie verhören, um festzustellen, für wen sie arbeitet. Wenn sie eine ihrer Spione ist, haben wir Probleme. Was meinen Sie damit? Nichts. Haben Sie sie in lebenswichtige Geheimnisse eingeweiht? Hat das etwas mit den mysteriösen Toten des DARPA-Chefs und des ARMSTEC-Präsidenten zu tun? Ich habe keine Ahnung. Egal. Wir können ihr eine weitere Teilnahme an dieser Mission nicht gestatten. Halt, warten Sie. Ohne Sie können wir diese Mission nicht beenden. Ich wusste es. Sie verbergen etwas. Geben Sie mir Zeit. Ich werde Sie fragen. Beeilen Sie sich. Wir müssen wissen, wer sie ist und was sie hier macht. Ich verstehe. Snake, geben Sie mir Zeit. Ich habe keine Zeit mehr für Sie. Knallharte Worte. Wir werden den Gugel deaktivieren, beiseite legen und wir den Body Armor nehmen. Leben haben wir ja durchaus genug und wir haben sogar jetzt die Level 7 Karte. Wir könnten zwar zurück zum Schneefeld gehen, aber mal ganz ehrlich, wozu das Ganze? Und werden jetzt, sind hier jetzt in so einem Bereich, ja, wo wir sozusagen, eine Scharfgranate, die nehmen wir noch an uns, wo wir jetzt noch weitergehen müssen. Immer diese Korridore, die nirgendwo lang führen, also echt nervig, aber gut, es geht nicht anders. Und werden diesen Part an dieser Stelle beenden und uns im nächsten Part noch weiter voranarbeiten und sicherlich mehr über Naomi Hunter erfahren. Ich hoffe, dieser Part hat euch genauso gefallen wie mir und ihr schaltet beim nächsten Part auch wieder ein, wenn es heißt, wir spielen Metal Gear Solid. Bis dahin.